So, Grüße. Heute gibt es von dem The G-Lab Combo Argon. Das ist so eine wirklich günstige Kombination aus Maus, Keyboard, Headset und Gamepad. Ja, ich würde euch das gerne gerne den Karton vernünftig zeigen, aber leider mussten die es einfach mal überall zukleben. War halt super eingepackt beim Verschicken. Naja. Aber es kommt ja auch an, was drin ist. Wie gesagt, super günstig. Hier hätten wir auch noch mal ein bisschen besseres Bild. Wie heißt das? Combo Argon E Control. Da. Ja, wie sieht es aus? Hat beleuchtet das Wasser. So, beleuchtete Maus. Ein günstiges Headset. Ich sag mal, für einen Anfänger ganz gut. Für einen Zocker oder für einen Pro. Wahrscheinlich eher Trash. Weil... Also das Teil, das ganze Set hat noch nicht mal so viel gekostet wie meine Maus, glaube ich. Ich glaube, wir lagen so beim knappen... Nee, das hat lange nicht so viel gekostet wie meine Maus, okay. Das wäre jetzt gerade... Okay, ich werde das Set jetzt einfach mal zur Seite legen und werde die Teile einzeln auf den Tisch packen. Upsala, dazu hätte ich es auch... komplett aufschneiden müssen. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. So. Als erstes haben wir hier so eine wundervolle The G-Lab. Ja, keine Ahnung. Garantiekarte, whatever. Dann eine Bedienungsanleitung, die brauchen wir wohl kaum. Ich sag mal, was will man beim Maus und Tastatur schon? Okay. Ich muss sagen, die Tastatur ist klar, sie ist leicht, sie ist billig verarbeitet, sie hat, naja, die Druckpunkte, davon wollen wir jetzt nicht reden, aber das werde ich dann mal beim Zocken ausprobieren. Aber ich habe auf jeden Fall schon günstigere Tastaturen in der Hand gehabt, beziehungsweise welche, die beschissener verarbeitet gewesen sind. Das muss ich ja dazu sagen. Und geflochtene Kabel hat das? Okay. Auch nicht scheiße so. Muss man da zwei von diesen komischen Strapse-Dingern hier drum machen? Das ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein extrem langes Kabel, oder? Das ist schon ganz schön lang. So. Dann werden wir mal gucken. Aber zwei Sekunden. Tut mir leid. Ich muss einfach mal eine Runde abniesen. So, jetzt gehen wir natürlich ein bisschen weiter runter, da ich zu voll bin zu schneiden. Oh mein Gott. Gucken wir uns dann wenigstens mal die Beleuchtung an. Okay, die Beleuchtung sieht jetzt so nicht scheiße aus. Ist es eine feste Beleuchtung? Ist die immer so? Man weiß es nicht, aber ich denke mal schon. Bei dem Preis erwarte ich jetzt nicht, dass das... Versteht ihr, was ich meine, ne? So, ich hoffe, man sieht es. Sieht nicht scheiße aus. Okay, hat hier wieder ganz normale Standfüße hinten dran, so wie jede Tastatur. Ja. Ist halt billiges Plastik, billig verarbeitet. Aber besser als so manch andere China-Tastatur, die ich bis jetzt in meinen Händen gehalten habe. Upsala. Sorry, das tut mir jetzt leid. So, jetzt lassen wir die erstmal hier liegen. Und? Das kleine Unboxing, was haben wir denn hier? Okay, hier hatten wir schon mal ein extrem billiges Trashpad. Also, wenn man jetzt mal vergleicht. Also das ist die Stärke von diesem billigen Pad. Ich hoffe, man kann es sehen. Und daneben halte ich dann die von dem, was auch nicht wesentlich teurer war, muss ich dazu sagen. Es ist einfach mal doppelt so dick und fühlt sich auch qualitativ hochwertiger an. Dieses The G-Lab Teil werde ich nicht behalten, weil ich halt auch schon viel zu viele habe. Ich sag mal, die werde ich vielleicht irgendwann mal nebenbei so benutzen oder am Laptop oder wo auch immer. Das Ding brauche ich definitiv nicht.
zack, weg damit. Wie gesagt, das Ding hier, doppelt so dick, fühlt sich qualitativ hochwertiger an und hat 7,99 Euro gekostet. XL Pad, habe ich auch ein Unboxing von gemacht. Wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal rein. So. Da wird wohl die Maus drin sein. Und natürlich. So. Okay, die Seitentasten wie immer billig verarbeitet. Hier geht's. Ja, es ist okay. Hey, dann wieder geflochtene Kabel. Auch gut, schön lang das Kabel. Keine Ahnung, wie lang. Ja, egal. So. Wie sieht es hier beleuchtungstechnisch aus? Okay, mit der Taste hier hinten, mit der man normalerweise, also eigentlich bei meiner Rocket schalte ich damit die DPI um. Und hier kann man halt, ich hoffe man kann es sehen, die Lichtmodi umschalten. Ja, hier blinkt sie ein bisschen schneller, noch schneller aus. Ja, nichts Großartiges, aber wie gesagt, 20 Euro für das ganze Set für den Anfang oder so mal nebenbei ein bisschen oder einfach nur um im Internet zu surfen oder auf Internet. Das war jetzt doppelt gemoppelt, im Internet zu surfen und auf Internetseiten. Oder einfach mal ein bisschen, um irgendwas zu schreiben. So, reicht es massig aus. So. Jetzt haben wir noch das Headset. Okay. So, dieses Headset hat natürlich auch wie alle anderen, wie alles andere geflochtene Kabel. Hier ein Mute-Schalter, On- und Off-Schalter, lauter. Sieht nicht so scheiße aus. Ja. Sound werde ich auf jeden Fall mal austesten. Gut, okay. Hab hier auch halt separat noch Klinkenstecker auf zwei Klinkenstecker. Was heißt, kann man. Okay, ja, noch. Hat er. Ja, dann hat man halt, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber ist auch nicht so schlimm. So, ihr könnt euch das nochmal angucken im Bild. Ist halt extrem simpel gehalten hier mit Mikrofon. Was steht hier drauf? Whatever. Wie gesagt, ich werde das Ding Pro, und dann steht hier an der Seite auch nochmal drauf Pro Gamer. Ich glaube nicht, dass ein Pro Gamer so ein Headset benutzen wird. Da ist sogar dieses 7.1 da, was ich noch gar nicht gemacht habe, worüber ich noch gar kein Unboxing gemacht habe, viel zu billig. Also ich persönlich benutze ein Asus Strix, muss aber bei Zeiten auch mal ausgewechselt werden, weil es langsam sind, meine ganzen Ohrmuscheln sind sowas von niedergerockt. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal das Speedlink da benutzen, was ich da habe. Aber auf jeden Fall nicht dieses Teil hier. Das ist so ein maximal 5 Euro Ding. Ja, wie gesagt, das Ding war günstig. Das ganze Set war günstig. Kann man sich, wenn man kein Pro-Gamer ist, kann man sich das auf jeden Fall hin, um ein bisschen zu surfen oder whatever, oder ein bisschen zu schreiben oder E-Mail zu schreiben, reicht das massig aus. Link unten drunter. Pauschal sage ich jetzt einfach, ich habe es für irgendwas um die 20 Euro gekauft. Der Preis variiert natürlich immer ein bisschen. Ich werde euch natürlich noch berichten, wie der Sound von dem Headset ist, ob der überhaupt brauchbar ist. Werde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, jetzt auch noch eine Probeaufnahme zu machen. Ansonsten müsst ihr auf mein Urteil vertrauen. Werde das unten reinschreiben in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr euch das kaufen solltet, könnt ihr ja auch mal eure eigene Meinung vielleicht in die Kommentare schreiben.
Bis denn dann. Ciao.